Doch es interessiert mich nicht, wie es im Brunnen aussieht, sondern ob du meine Hexana-Actionpuppe gefunden hast, du Schlafanzug. Was? Ich soll deinen Schlafanzug suchen? Oh, Wahnsinn, ich halt das nicht aus. Wie bitte? Du holst mich jetzt raus? Aber ich hab doch noch gar nicht die Puppe gefunden. Halt, 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 da ist sie, Hexana. Jetzt kannst du mich raufholen. Oh, wunderbar. Krummer Dolch und Schwarze Vier, erscheinen sollt ihr beide hier. Mein schwarzes Röschen, endlich habe ich dich wieder. Dann wäre es wohl jetzt in der Zeit, ihr dem unerschrockenen Retter, der dein Püppchen aus den Klauen der Dunkelheit befreit hat, auch mal etwas Dankbarkeit entgegenzubringen, was? Gerne, aber erst wenn du die schwarze Spinne da verscheucht hast. Welche Spinne? Na, die da. Nimm sie weg! Schnell! Nimm sie weg! Unser tapferer Ritter wird doch keine Angst haben vor einer kleinen schwarzen Spinne. Ja, normalerweise nicht, aber gut, reg dich ab, du Aushilfsheld. Eigentlich doch kein Hunger. Wohin gehst du jetzt? Ich gehe einen Einkaufsbummel machen. Bis gleich. Ja, tschüss. Lass dir Zeit. Die Geschäfte haben ja heute bis 16 Uhr auf. Julia, grüße dich. Hallo. Hallo, Julia. Wo wohnst du? In Herzebrock, Klarholz. Wo ist das denn? Das liegt in der Nähe von Gütersloh. Ach so, habe ich noch nie gehört. Wie viele Einwohner habt ihr denn da? Fünf? Das sind schon ein bisschen mehr. Also, ach so. Ja, wie viele sind denn das? So um die 2000 ungefähr. Wow, die kennst du aber alle, ne? Ja. Eigentlich schon, ne? Habt ihr denn auch eine eigene Schule oder musst du mal ins Nachbardorf fahren? Nee, das ist dann im Nachbardorf. Ach so, dann musst du morgens mal ganz früh aufstehen, was? Doch, ja, schon. Wann schießt du morgens auf? Um 6:30. Oh Gott, es ist bestimmt noch dunkel draußen. Ich weiß das immer gar nicht. Ich stehe mal erst ein bisschen später auf, aber nicht weiter verraten, ne? Mhm. Julia, wir werden jetzt beide schön zusammen spielen. Ja, wir gehen mich jetzt zusammen schwimmen. Guck mal, 4 und 6 sind die Tasten für links und rechts. Und die 8 brauchen wir zum Luftholen. Ist natürlich klar, ich kann ja auch nicht ewig da unter Wasser bleiben, ne? Du weißt, wir müssen die Truhen einpacken, aufpassen vor dem Tintenfisch und vor diesen Krebsen und besonders vor diesen fetten Fischen, die da in der Mitte rumschwimmen. Will ich heute wieder so eine Fisch stinken. Okay, Julia? Ja. Ab geht's, du kennst das Spiel. Immer schön die Truhen einpacken. So, was? Weißt du, wie der Milch auch kalt? Los, rüber! Rück! Ja, nur schon die erste Stufe mit. Jetzt die Mitte. Jetzt weg da. Genau, schön drücken. Rück! Weg da! Nicht in den Fisch, da habe ich mir gar keine Lust heute drauf. So, weg da! Weg da! Genau, schnell drücken. Julia, ja, so ist es richtig. Ja, hey, klasse. Jetzt gehen wir mal scharf in die Rechtskurve. Oho. So, kurz ein bisschen Luft geholt. Weg da! Genau, weg da! Nicht in die Fische! Upsala, und? Ja, da wollten wir eigentlich hin. So, schön, Julia, bringt schon. Nein, nicht, Julia. Mahlzeit. Gott, jetzt rieche ich wirklich mit etwas streng. Das ist jetzt, wo der Fisch rieche ich. Gott. So, jetzt scharf hier um die Kurve. Zap, und? Julia, guck mal. Da bin ich. Frisch gebadet sozusagen. Julia, gucken wir uns mal den Punktestand an, oder? Ja. Wo ist er denn? Da ist er schon. Schön. Klasse. Goldener Sack noch. Das tut gut, ne? Ja, der Fisch. Oh, 850 Punkte hast du, Julia. Dafür gibt's einen mega tollen Preis. Kopfhörer IS-450 von Sennheiser. Er braucht weder Kabel noch Batterien. Damit kannst du ab jetzt völlig losgelöst abrufen, egal wo du bist. Viel Spaß! Toll. Hey, Wahnsinn. Julia, weißt du, Musik hörst du gerne? Also ich höre eigentlich ganz gern Hanson oder Alanis Morissette. Hey, stark. Die Hanson, die kommen ja auch bald auf Welttournee, ne? Das weißt du. Ja. Ja, gehst du auch zu denen ins Konzert? Ja, klar. Hoho, nimmst du mich mit? Wieso lachst du nur? Denn du sagst jetzt ja. Ja, natürlich. Ja, oder hast du schon einen Freund?
Nein, noch nicht. Na, siehst du, den kann ich ja mitkommen. Okay, Julia, pass mal auf. Wir gehen jetzt zusammen in die Schatzkammer und mal gucken, ob wir deine Punkte vielleicht noch verdoppeln oder vervierfachen können. Mal schauen. Guck mal. Jetzt suchen wir uns mal ein Schlüsselchen aus. Das ist gut. Mal gucken. Oh, ich drück dir die Daumen und... Ja! Julia! Guck mal! Sushi! Wahnsinn! 1700 Punkte hast du gebracht! Toll, was? Highscore-Liste anschauen, komm! Da ist sie schon! Julia auf Platz 2! Kurz hinter der Tanja, die hat nur 100 Punkte mehr! Oh, ich bin ja mal gespannt, wie das näher noch weitergeht. Du auch? Mhm. Mir ist schon interessant. Julia, du magst doch sehr gerne Jazz-Tanz? Ja. Seid ihr da so eine Gruppe oder wie macht man das? Ja, dann sind wir halt in so einer Gruppe und dann treten wir auch so einmal im Jahr ungefähr halt in Schulen oder so bei Veranstaltungen auf. Ach so, da hast du deine eigene kleine Welttournee, ne? Ja. Und seit wann machst du das schon, Julia? Seit ungefähr 5 Jahren. Oh, klasse. Julia, ich danke dir erstmal. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielleicht telefonieren wir nachher nochmal, ne? Ja. Müssen wir mal gucken. Bis dann, Julia. Tschüss. Und bis die anderen Einwohner da bei dir zu Hause. Tschüss. Und ihr könnt noch weiter anrufen, ist klar? Denn gleich spielen wir ja auch wieder zusammen. Bin mal gespannt, was die Hexana so vom Einkaufsbummel alles mitbringt. Na, dann lass mich mal überraschen.